Ich bin die Heidi aus Bramberg. Wir sind heute hier in Wuhlstall. Wir verarbeiten Schafewollen. Und die Schafewollen ist aus unserer Region. Also die Bauern bringen die Wollen zu uns. Und wir machen nachher schöne Sachen draus. Also wir dann fützen und auch stricken. Da haben wir mehrere Frauen, die das für uns machen. Und das wird in Heimarbeit hergestellt. Ja, das ist jetzt unsere Schafewollen für die Pinzgauer Bergschafe. Und die nehmen wir her zum Fützen. Und da braucht man eben auch eine Schablone, wenn man einen Hut machen will. Und die Wollen muss auf die Schablone aufgelegt werden. Das ist der erste Schritt. Beim Auflegen muss man darauf schauen, dass sie die Faserrichtung nach jeder Schicht ändert. Also einmal läuft sie so quer über die Schablone und die nächste Schicht läuft dann genau entgegengesetzt von oben nach unten. Dann braucht man warmes Wasser und da ist ein bisschen Schmierseife drinnen. Und das Wasser wird dann über die Wolle gegossen, dass die Wolle dann ganz nass ist. Und die Seife braucht man, damit dass die Wollfasern sich gut verbinden können, dass die ineinander gleiten. Das Fützen ist ganz ein altes Handwerk. Das ist noch vor dem Weben entstanden. Das war eigentlich die erste Form, Wolle zu verarbeiten und Kleidung herzustellen. Und so ein Fützhut, der ist wasserdicht, da kann man stundenlang im Regen unterwegs sein, da wird man nicht nass. So, und da ist jetzt der Hut schon halb festig. Die Fasern haben sich so verbunden, dass man die Schablone rausnehmen kann und den Hut weiter bearbeiten, gell, bis er dann zu einem festen Fützhut wird. Und bei uns kann man das auch in einen Kurs erlernen. Da haben wir jetzt so einen fertigen Fützhut. Der ist ganz traditionell, so wie er bei uns tragen wirst. Und wie gesagt, der Hut ist wasserdicht, also optimal zum Wandern gehen. Kann man auch einen Rucksack einpacken, hat ein Innenband eingenäht und ist aus reiner Schafwolle handgemacht aus Bramberg. Da haben wir jetzt unsere Fützbatschen. Die sind auch aus Schafewollen gemacht. Die sind total warm, also da hat man keine kalten Füße mehr im Winter. Sind auch super im Sommer zum Tragen. Haben wir Ledersohle aufgenäht. Sind sehr stabil. Ja, wir haben uns spezialisiert auf die Botschen. Wir haben uns vom Schuster einen Leisten anfertigen lassen, dass wir einen linken und einen rechten haben. Es gibt auch verschiedene Modelle. Schön bunt oder mit Blumen drauf. Das kann sich jeder anschaffen, wie er es haben will. Und so wird es dann für uns gemacht. Wir haben auch Westen aus Schafewollen. Da ist der Stoff verwebt worden. Und Wuhlstall werden unsere einheimischen Frauen aus Bramberg und Neukirchen dazu angeregt, ein traditionelles Handwerk zu pflegen. Musik